Ja, servus Freunde vom Kanal PVB. Okay, servus liebe Zuschauer, seid herzlichst willkommen alle miteinander. Auch nur die Gelegenheitszuschauer sind herzlich willkommen. Vielleicht werden Sie ja auch mal Abonnent von mir. Kann ja durchaus der Fall sein. Und ihr werdet natürlich schon gleich wissen, wenn ihr hier den Anfang seht. Es kann doch nur wieder eine Flak sein, oder? Ja, natürlich. Wir sind hier im englischen Forschungsbaum. Und zwar ist es die Flak Crusader oder Crusader AAMK2. So, da bin ich natürlich mal schnell nach vorne geprescht, um zumindest mal schnell noch ein paar Pünktchen zu machen. Denn mit der Flak ist es ja nicht immer so einfach hier entsprechende Punkte zu sammeln oder Likes zusammenzubekommen. Wenn man sich also nur auf Flugzeuge in Anführungszeichen beschränkt, wenn man natürlich eine gute Flak hat, wo man vielleicht auch noch gut gematcht wird, wo noch ein paar Low-Tier-Fahrzeuge dabei sind, die man vielleicht dann auch noch killen kann. Schwach gepanzerte Fahrzeuge, andere Flaks zum Beispiel, ne? Dann kann das schon teilweise auch ein bisschen lukrativ werden, aber nur Flugzeuge allein braucht ihr euch ja nicht glauben, dass ihr in einem Spiel 5, 6, 7 Flugzeuge runterholt. Das, was normalerweise im AB ja möglich wäre, mit Panzer abzuschießen, das schafft man also mit Flugzeugen in der Regel nicht ganz so. Es ist ein bisschen schwieriger, denn es sind ja auch nicht immer so viele Flugzeuge unterwegs. Ja, dann schauen wir ganz einfach mal, was sagt denn wieder mal so Wikipedia über dieses Fahrzeug aus. Der A15 Mark III oder Crusader III war die letzte Version des Crusaders, die als Kampfpanzer Verwendung fand. Durch eine neue Turmkonstruktion wurde es nun möglich, eine 6-Pfünder, also das sind so 57 mm Kanone, einzubauen. Auch wurde die Panzerung weiter verstärkt. Dadurch konnte er nun endlich den deutschen Panzern 3J und 4F2 gefährlich werden. Einige wurden auch mit einem MG Vickers Typ K303 ausgerüstet. Es wurden 2362 Fahrzeuge dieses Baumusters produziert. Der Crusader MK3 OP, der Befehlspanzer, war eine Modifikation, die mit zwei Funkgeräten ausgestattet war: einmal mit dem Funkgerät 19, einmal mit dem Funkgerät 18. Und einer Geschützattrappe aus Holz. Ja, toll, ne? So will man einen Krieg wieder. Ja, der Crusader 3 AA MK1, ein Flugabwehrpanzer. Der hat also eine 40 mm Bofors Geschütz Autoloader in seinem oben offenen Turm gehabt und hatte 4 Mann Besatzung. Und der Crusader 3 AA MK2 bzw. MK3 war ein Flugabwehrpanzer mit 20 mm Oerlikon-Kanone in einer Doppellafette. Und einige Exemplare wurden mit einer Dreifachlafette produziert. Jo, das ist das mal, was so Wikipedia über dieses Fahrzeug weiß, und ich muss ganz ehrlich sagen, das muss eigentlich so für das Allgemeine langen. Ich werde also hier nicht auf einschlägigen Seiten, die es vielleicht in England gibt, rumgruschen und schauen, was es da noch für Entwicklungen gab oder Sondereinheiten gab, nicht Sondereinheiten, sondern Sonderfahrzeuge gab. Auf dieser Basis, nee, Leute, dieser kleine Hinweis hier, der sollte eigentlich für das langen, für das, was wir es brauchen. Soll ja hier kein wissenschaftliches Video werden,
sondern eigentlich dient es der Unterhaltung und gleichzeitig auch der Information. Und der Unterhaltungswert sollte höher liegen als wie eigentlich dieser Informationswert. Denn der macht das Video ja doch wieder etwas, ja, ich würde mal sagen, theoretisch. Und man kann nicht beides gleichzeitig sich auf das Spiel, sage ich jetzt mal, zu konzentrieren. Was macht jetzt der und was macht der Gegner? Und gleichzeitig sollte man dann einen wissenschaftlichen Bericht sich anhören und den auch dann noch verstehen. Na, soweit wollen wir es nicht treiben. Wir machen das ja alles aus Spaß an der Freude. Ja, und ihr seht ja auch, das schießt nicht schlecht, das Ding. Hat also eine wirklich sehr gute Schussfolge. Und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, fahrt dieses Fahrzeug mal als Flakfahrzeug. Und es wird euch Spaß machen. Ihr müsst nicht immer auf Panzer gehen. Mit dem kann man also wirklich sehr, sehr gut Flugzeuge bekämpfen. Und da helft ihr ja eurem Team auch schon unheimlich damit, wenn es euch möglich ist, jeden Angriff, sage ich jetzt mal so ein bisschen, durch die Flugzeuge zu stoppen, damit der Schaden also relativ gering bleibt. Und ihr seht auch hier wieder, dass ich versuche, immer irgendwo im Deckungsbereich bleiben zu können. Fahr also nicht ganz nach vorne. Gut, ich meine, jetzt auf der Minimap schaut es natürlich so aus, als wenn ich gar nicht mehr weit weg von den Gegnern bin. Ja, das stimmt eigentlich schon. Ne? Da ist ja einer gerade fast links von mir gewesen, aber den hat es jetzt wahrscheinlich zerbröselt. Oder er wird nicht mehr angezeigt, weil er irgendwo hinter einem Haus steht. Ja, ich bin schon ein bisschen weit vorn. Also das sollte man eigentlich nicht machen. Und das wird sich wahrscheinlich auch rächen. Könnte ich mir vorstellen. Weil wenn da nämlich zwei, drei Panzer um die Hausecken kommen, ja, dann ist es normalerweise um mich geschehen. Und es schaut momentan auch nicht gerade günstig aus für mich. Ja, das war mir schon klar. Also ich hätte nicht weiter vorfahren sollen. Ich hätte mich also lieber zurückziehen sollen. Das wäre wahrscheinlich für mein Team dienlicher gewesen. Ja, diese Map da, die ist eigentlich sehr schön, muss ich sagen. Gefällt mir auch ganz gut. Und hat halt bloß den einen Vorteil, wenn man also zu weit Richtung C steht und die Flugzeuge sich Richtung A und B konzentrieren würden, dann hat man das Problem, dass man also dann doch schon ein bisschen arg weit weg ist. Mit der Flak mag es vielleicht gerade noch gehen. Und deswegen versuche ich dann bei solchen Maps, wenn also zum Beispiel die Cap Points relativ in einer Linie liegen und aber weit recht auseinandergezogen sind, begebe ich mich ganz gerne so ziemlich in die Mitte, aber noch im gebührlichen Abstand. Wobei hier diese Map schon leichte Problematiken aufweist, wenn man hier oben steht, dass also der Gegner von der Seite, wo ihr jetzt gerade gesehen habt, wo ich hingeschossen habe, und auch von ganz links sehr gut das hier bearbeiten kann. Und da muss man also dann wirklich ein bisschen aufpassen und ein Glück haben, dass die nicht unbedingt gleich beim ersten Schuss treffen. Ja, das mit dem Gegenlicht, das passt mir auch immer nicht so. Komischerweise fahre ich immer gegen das Licht. Ich weiß nicht, immer gegen die Sonne. Das sollte man vielleicht bei Gaijin auch einmal ein bisschen berücksichtigen, dass man versucht, ja, die Spieler, die also gegen die Sonne fahren mussten, dass die dann im nächsten Spiel vielleicht dann nochmal die andere Seite bekommen und nicht gleich wieder
bei derselben Map mit der gleichen Konstellation einsteigen müssen. Das ist dann schon ein bisschen undumm. Unfair möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es ist undumm. Und macht halt dann mit der Zeit auch keinen Spaß. Weil ich ja jedes Mal das Handicap dann habe. Ja, man könnte ja natürlich die Gegner umfahren, ne? So dass man in deren ihren Rücken ist und dann würde man natürlich auch nicht gegen die Sonne schauen. Aber dann umfahren mal da die zwei Spawn-Punkte, ne? Mach das mal. Ich möchte mal sehen, wie das funktioniert. Also gucken wir weiter, wieder gehe ich in die Sonne. Tja, da habe ich sogar Besatzung ausgeschaltet. Ich weiß jetzt gar nicht, was es war, aber auf jeden Fall war es ein Kleiner. Kleiner unwichtiger. Na, T34 war es mit Sicherheit. Das war irgendwas anderes. Ja, ihr könnt es mir ja im Kommentar schreiben, was es war. Ihr werdet es im Video besser erkennen können. Als ich jetzt, weil ich sehe das jetzt nur im Schneidprogramm. Und da ist ja der Bildschirm nur ein Drittel so groß, wie wenn man sich das Video im Original anschaut. Auf jeden Fall ist halt einmal wieder der Geschützverschluss kaputt, ne? Das ist halt, ja, das gehört halt wieder zu, das ist gang und gäbe. Ich hoffe, dass das Guide-Sheen nicht abstellt mit dem Geschützverschluss, weil mir würde dann irgendwas fehlen, wenn mein Geschützverschluss nicht kaputt geht. Naja, getroffen haben wir am wenigsten. Abschusshilfe auch noch bekommen. Naja, gut, passt schon. Passt schon, könnte viel schlimmer sein. Solange es so ausgeht, dann können wir zufrieden sein mit dem ganzen Match. Ist ja natürlich wieder ein Zusammenschnitt aus verschiedenen Matches auf verschiedenen Karten. Es gibt einfach kein Spiel, wo man sagen kann, okay, ein Spiel gespielt und das war das Nonplusultra und da machen wir ein Video draus. Nein, nein, das wisst ihr ja selber, wie das ist. Vor allen Dingen, wenn man dann ein Video machen möchte, läuft es meistens immer ganz anders, nämlich immer schlechter. Und wenn du dann zufälligerweise vielleicht noch einen guten Booster dazu geschaltet hast, dann versaust du das Spiel eigentlich komplett. Tja, da hat es mich erwischt, der M4A1, ja, der hat mich also doch noch erwischt, obwohl dass ich ja zurückgefahren bin und eigentlich ausweichen wollte. Das ist das, was mich halt auch ein bisschen bei Guide-Sheen verwundert. Also, ich habe es mir schon ein paar Mal im Replay angeschaut, in Zeitlupe angeschaut. Der Gegner schießt auf dich und der drückt ab und du fährst in dem Moment nach rückwärts. Und normalerweise dürfte er dich vielleicht, sage ich jetzt mal, gar nicht mehr treffen, sondern der Schuss müsste eigentlich vorne an der Schnauze vielleicht vorbeigehen. Und trotzdem trifft er genau die Stelle, die er vorher anvisiert hatte. Also ich glaube, das ist so festgelegt, wenn er auf diese Stelle zielt und drückt ab, dann ist es egal, ob du jetzt ein Stück nach vorwärts oder ein Stück nach rückwärts fährst, er trifft trotzdem genau diese Stelle. Müsst ihr mal vielleicht bei euren eigenen Matches mal beobachten, ob ihr auch zu dieser Überlegung kommt oder ob das nur eine Einbildung von mir ist. Tja, was macht denn der Panzer da, hä?
der Riesenpanzer. Ist doch kein Schneegems. Ja, da haben wir es wieder mal geschafft, einen Baum umzunieten. Ja, wunderbar. Jetzt hätte ich gesagt, beinahe in der Taiga, aber hier sind wir nicht auf der Taiga oder in der Taiga. Ah, Flugzeug zerstört. Das ist doch wunderbar. Nein, wir sind ja hier auf dem gefrorenen Pass. Ja, also das Gefährt, muss ich sagen, hat mir schon recht viel Spaß gemacht, mit dem rumzufahren. Er hat ja doch ein bisschen Panzerung, sage ich jetzt mal. Da geht es ja doch ein bisschen besser, als wenn man so diese Cabriolets fährt. Wobei der Negativrichtwinkel sehr bescheiden war. Aber gut, das ist ja auch ein Flakpanzer. Ne? Du sollst ja nicht nach unten schießen, sondern Flugzeuge fliegen gewöhnlich oben am Himmel. Und dazu brauche ich eigentlich keine Flak mit einem Negativrichtwert. Das ist eigentlich selbstverständlich und logisch. Wenn man aber natürlich dann hier Panzer bekämpfen möchte, ja, wo man halt dann in der Hold-Down-Stellung steht, ja, dann schaut es mit der Flak meistens recht schlecht aus. Ja, jetzt hat der Panzer 4G, hat mich halt jetzt rausgenommen, okay. Gut. Damit kann ich leben und muss ich leben. So, und da sind wir. Sinai, ne? Müsste das jetzt sein. Ja, Sinai, das ist so eine Map, die mir eigentlich für die Flak eigentlich gar nicht einmal so gut gefällt. Entweder man postiert sich irgendwo zwischen B und C, damit man die zwei Cap-Zonen einigermaßen, sage ich jetzt mal, überwachen kann. Wenn Flugzeuge angreifen, dann sind wir aber, wenn wir jetzt Richtung C fahren, von A schon so weit entfernt, dass man eigentlich auf A die Flugzeuge, wenn sie dort angreifen würden, ja eigentlich schon fast gar nicht mehr bekämpfen bräuchten. Und mir ging es eigentlich jetzt erstmal darum, schnell mal auf C vorzustoßen, zu versuchen, den Cap Point zu besetzen. Und dann habe ich erst einmal vorsichtig um die Ecken geschaut, ob da nicht schon irgendwelche Gegner da sind, weil die sind normalerweise eigentlich auch immer fast zur gleichen Zeit an Ort und Stelle. Also da baust du schon ein ganz schnelles Fahrzeug, damit man recht schnell dort ist. Momentan werden keine Gegner angezeigt. Ja, Freunde, jetzt müssen wir ganz schnell machen, müssen uns verabschieden. Das Video geht dem Ende entgegen. Und dann sage ich recht herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Hat mir Spaß gemacht. Hauptsache, euch hat es auch Spaß gemacht. Dann sind wir alle zufrieden. Gebt mir ein Like, gebt mir ein Abo. Schreibt vielleicht einen Kommentar, wenn ihr Lust habt. Und dann genießt die restlichen paar Sequenzen noch. Und dann sage ich mal, Voltrio, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Flak-Video. Ne? Okidoki. Also dann, habe die Ehre. Tschüss. Euer PVB. Okay.